Bobka und Herbert Neumann fehlten wegen Verletzung, trat der erste FC Köln in dunkler Spielkleidung beim rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf an. Vor 35.000 Zuschauern kamen die Gastgeber durch ihren glänzenden Linksaußen Herzog in der 21. Minute zum Führungstreffer. Die Düsseldorfer griffen in dieser Phase der Begegnung immer wieder über ihre beiden gefährlichen und produktiven Außenstürmer Herzog und Geier an, deren Flanken für viel Verwirrung im Kölner Strafraum sorgten. Kurz nach der Halbzeit wurde der frühere Kaiserslauterner Seel vor dem Strafraum gefoult. Den Freistoß verwandelte Geier zum 2:0. Bei drückend schwüler Witterung, die an der Substanz der Spieler zehrte, verlangsamten die Düsseldorfer im sicheren Gefühl des Sieges nun das Tempo und die Kölner kamen wie hier durch Löhr zu einigen Torgelegenheiten, aus denen sie jedoch kein Kapital schlagen konnten. Wenige Sekunden vor Ende der Begegnung besorgte Rainer Geier mit seinem zweiten Treffer das 3:0 Endergebnis.